Fokus, ist alles okay? Ja, ich habe ja nichts verändert. Okay, hoffen wir nur, ne? Ey, wenn das. Das wäre so scheiße. Naja, gut, ich meine, Jahresrückblick kann man auch mal im Januar rausbringen, ne? Muss man nicht am Ende des Jahres machen. Stimmt. Aber alle anderen machen das so und deswegen müssen wir das jetzt auch machen. Genau, weil wir ja auch alles und jeden kopieren. Ja. Jetzt kommt eins unserer Lieblingsgenres. Der beste Horrorfilm des Jahres. Puh. Und? Was hast du geguckt? Ich habe nicht so viel geguckt. Ich habe tatsächlich wie immer viel geguckt, ist ja unser Ja. Lieblingsgenre. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja, ich habe nicht viel geguckt, weil die meisten neuen Horrorfilme mich nicht so interessieren. Ja, aber Deswegen. von denen, die ich so aufgeschrieben habe, sind auch wenig moderne Kinohorrorfilme dabei. Ja, so Viel. wenig Jumpscares. Genau. Dann hau mal rein. Okay, ich fange mal mit dem Schlechtesten an. Ja? Victor Crowley. Mhm. Katastrophe. Ich sage nur Penis. Rings hatte ich ja schon ein, zwei Worte dazu gesagt. Verliere ich nicht mehr. Jigsaw war keine Enttäuschung, aber ein schlechter Film. Ja, der war doof. Aber gut. Dann habe ich gesehen, 1922, eine Netflix-Produktion. Eine Stephen King-Verfilmung. Stephen King mit Thomas Jane in der Hauptrolle. Thomas Jane, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Schlimmste Punisher. Meines Erachtens. Ever. Es gibt viele, die ihn total toll finden. Ich finde, der passt überhaupt nicht in die Punisher-Rolle. Was hat er da gemacht? Hat die Hauptrolle gespielt. Okay. Einen liebenden Vater, der schon in den ersten 10 Minuten seine Frau tötet, mit seinem Sohn zusammen. Spoiler! Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen. Man merkt dem Film halt leider an vielen Ecken an, dass es ein. Dass da kein Dennis und kein Yorgos hintersteckt. Ja, nicht der Rede wert. War auch in Ordnung, besonders weil Thomas Jane hier auch mal wieder brillieren konnte und es waren auch zwei Jungdarsteller, der eine hat seinen Sohn gespielt und die andere war halt seine Freundin und die waren sehr überzeugend. Ansonsten so atmosphärisch, ganz nett. Ja, aber ansonsten noch The Babysitter, das ist auch eine Netflix-Produktion. Habe ich 20 Minuten reingeguckt, hat mich ziemlich gelangweilt, habe ich wieder ausgemacht. Ja, zu Recht. Das ist so die schlechte Variante von Safe Neighborhood. Oh, okay. Ja. Bei Safe Neighborhood haben wir ja nicht ausgeschaltet, ging aber auch nicht im Kino. Nee. Das wäre geil gewesen, einfach aufzustehen und den Projektor auszuschalten. Und so, hey Leute, komm, das ist Kacke. Wollt Wir euch einen machen jetzt Gefallen hier mal, tun? machen hier mal Feierabend. Live? Is life. Na, 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 na. na, Ja, das war der bessere Alien Covenant. Also ja. zumindest der bessere Alien-Film dieses Jahr. Aber. Aber er ist auch nicht dolle, ne? Nee, auf gar keinen Nee, Fall. nee, nee. Besonders wegen der mangelnden wissenschaftlichen Plausibilität. Ja, und dummes Verhalten von den Leuten. Ja, gut, das ist ja mittlerweile bei den Science-Fiction-Filmen jetzt Das auch ist gang und gäbe. auch bei vielen Horrorfilmen. Ja. Aber das, man denkt so, das sind eigentlich so voll die intelligenten Leute. Und Ja. das Problem ist halt, dass viele Sachen nur deshalb gemacht werden, damit da halt Spannung erzeugt Ja. wird. Wenn zum Beispiel all diese, was sind das, die Luftschächte oder sowas, weiß ich nicht mehr genau, schließt, macht das so nach und nach. Ich so, was, mach doch alle dicht. Was soll der Scheiß? Passiert das nach und nach. Das Viech war auch nicht so dolle. Es war irgendwie, ja, war so eine Mischung aus Alien und Blob. Genau, Aber richtig, gut beschrieben. Alien und Blob sind beide Bessere. definitiv bessere Filme. Sehr viel bessere Filme. Welcher Blob? Also wirklich mitreden kann ich eigentlich nur beim Remake. Okay, gut. Ist Ja. auch besser. Ich muss sagen, das ist einer der wenigen Remakes, die tatsächlich besser sind als das Original. Okay. Ansonsten, eine sehr große Überraschung habe ich tatsächlich mit Happy Death Day erleben dürfen. Ja, den habe ich mir nicht angeguckt, weil der total bescheuert aus, ne? Ja, ich hatte auch am Anfang gedacht, so von wegen, ja, das kann nur in die Hose gehen. Das war so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier auf Horror gemacht. Aber der hat sich gut entwickelt, der hat sich echt gut gehalten. Besonders die Hauptdarstellerin hat dafür gesorgt. Besonders weil ihre Rolle auch relativ autistisch, ich meine authentisch war. Ja. Sie hat sich sehr realistisch verhalten. Sie hat sich nie daran gewöhnt, mit dem Sterben wieder aufzuwachen. Okay. Und fand ich plausibel Okay. und nachvollziehbar. Also sie hat nicht so von wegen gedacht, so, ey, ich habe ja eh noch eine Chance, also Genau, okay, alles genau. klar. Sondern immer wieder musste sie dem Tod ins Auge blicken und sie hat sich nie damit abfinden können. Okay, klingt cool, ja. Nee, ich
sehr überraschend. Es gehen hin und wieder gehen so ein paar kleinere Gimmicks, sag ich mal, verloren, was ich schade fand, was ich auch nicht ganz verstanden habe, weil sie da viel Zeit investiert haben, um das aufzubauen. Aber ansonsten, ich fand sie sehr überzeugend. Der ist teilweise echt lustig. Man kann jetzt keinen hohen Gewalt-Gore oder so erwarten. Ich meine, der ist auch 16 Jahren freigegeben. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, aber ne, der war schon gute Kost, sag ich mal. Kurzweilig, aber dennoch überraschend gut. Dann hatten wir ja auf dem Fantasy-Filmfesten einiges sehen dürfen. Klar, okay, da waren viele Horrorfilme dabei, oder halt in dem Genre, in dem Genre. Ja. Genau. Unter anderem Super Dark Times. Das ist ja, der hat auf jeden Fall Horror-Elemente. Boah, ich würde den vielleicht eher als Coming-of-Age-Psycho-Thriller. Aber ganz ehrlich, die Begrifflichkeiten brauchen wir uns nicht drüber streiten. Ich hätte ihn jetzt, glaube ich, nicht in die Kategorie Horror gepackt, aber ist okay. Ganz guter Film. Ja, genau. Haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Es gab noch eine Stephen King-Verfilmung, auf die ich lange gewartet habe. Da muss ich sagen, habe ich das Buch früher gelesen, ne? So als jugendlicher, junger Erwachsener habe ich das Buch gelesen, habe ich gesagt, boah, da eine geile Verfilmung von, wäre richtig, richtig cool. Und dann kam sie dieses Jahr, ne? Und wir wissen alle, worum es geht. Es geht um den Stephen King-Film, die Stephen King-Geschichte, das Spiel. Richtig. Gerald's Game, habe ich mich wirklich drauf gefreut, läuft auf Netflix zurzeit noch. Und das war eine ganz gute Verfilmung. Mit Carlo Gugino in der Hauptrolle. Die spielt das richtig gut. Da finde ich, haben sie die richtigen Beats gesetzt. Das ist kein Highlight, ist nicht vielleicht der beste Horrorfilm oder der beste Psychothriller aller Zeiten, aber der hat wirklich das Substanz. Das war eine solide Verfilmung, auf das Wichtigste reduziert. Okay. Guckt euch gerne mal an. Ja. Gerald's Game, das Spiel. Tut das. Aber ihr habt ja alle wahrscheinlich damit gerechnet, dass der Manu jetzt einen anderen Titel nennt. Get Out? Nee. Ich weiß. It! Ja, den haben wir auch gesehen. Den fand ich ziemlich cool. Ja. Dafür, dass es eine bekannte Geschichte ist. Und also die Geschichte kennt man schon. Entweder vom Buch oder von dem TV-Film. Und ich fand, dafür konnte mich der neue Pennywise auch nochmal tatsächlich aufs Neue erschrecken. Auf eine andere Art und Weise, nicht mehr so wie früher, aber ich habe ja bekanntermaßen Clownphobie und der war schon cool, der Film. War gut. Ich hatte mit Tim Curry wäre es ein perfekter Film gewesen. Ja, ich finde den neuen Pennywise super. Oder ich finde den neuen Pennywise nicht schlecht, diese Interpretation des. Die ambivalente Darstellung von Tim Curry hat mir halt, wie gesagt, einfach deutlich besser gefallen. Weil der auch so lustig war auch noch. Ja, genau. Okay, ja. Genau. Weil man halt nie einschätzen konnte. Ja. Und das hat halt gerade die Angst, sag ich mal, ausgemacht vor dem Clown. Ich finde der Skarsgård, der macht das aber auch so am Anfang, so wenn er so mit seiner kindlichen Stimme und dann seinen Hasenzähnen und so macht, da ist er auch so ein bisschen so auf Freund und so, macht das schon. Ja, aber der ist jetzt halt von seinem Erscheinen ist ja schon sowas von creepy. Auf jeden Fall, er ist allein, weil er ein Clown ist. Ja, gut, da kann ich jetzt für mich. Das ist für mich völlig unbegründete Aversion oder Angst. Aber ein sehr geiles Coming-of-Age-Drama. Auf jeden Fall. Nebenbei noch. Da haben sie gut, der war auch nicht so langweilig dafür, der geht auch über 2 Stunden, glaube ich. Ne? Ja, okay. Naja, der hatte schon etwas längere Laufzeit. Genau, ja. Dafür ist der echt knackig erzählt. Und wir freuen uns auf den nächsten Teil. Und hoffen, dass das natürlich auch dann Kracher wird. Gut weitergeht. Ja, liegt aber, ne, hängt davon ab, wie die Personen, wie die Kinder in alt besetzt werden. Genau. Mit welchen Schauspielern. Genau, also hier auch wieder fantastische Kinderdarsteller. Ne? Ja, genau. Das zieht sich ja durch die letzten paar Jahre. Haben wir noch im Fantasy-Filmfest gesehen? Die sizilianische Geistergeschichte. Ey, Sicilian Ghost Story. Ziemlich cooler Film. Ja, sehr romantisch. Ja, wirklich. Ja, wobei ich mich da tatsächlich sogar schon ein bisschen schwer tun würde, den in Richtung Horror zu setzen. Da ist es nicht so leicht, als Horror zu identifizieren. Genau. Ne? Also so von den... wie soll ich sagen, von den Sachen, die einem ins Auge springen, von den Eindrücken, naheliegenden Sachen. Ja. Ja, von den Eindrücken, sag ich mal, die man während des Sehens gewinnt, aber das ist, der Horror ist halt so tief in der Geschichte und in den Hintergründen, sag ich mal,
verankert. Mhm. Und das, was halt die Figuren, hauptsächlich die Protagonistin, junges Mädel hier, miterlebt, sag ich mal. Und das war halt auch ein cooles Coming of Age. Ja, vor allem, was auch der Junge mit was er erlebt. Ja, ja, schon klar, natürlich. Aber wir sehen ja, im Vordergrund sehen wir ja ihr, wie sie mit der Sache, sag ich mal, umgeht. Genau, ja. War auch hier wieder ein schönes Coming-of-Age-Drama, sehr märchenhaft erzählt, in wunderschönen Bildern. Und subtil. Auch, ja, genau. Und auch sehr schön. Auch herzerwärmend. Ja. Da war Romantik jetzt auch tatsächlich beabsichtigt gewählt. Genau. Ja, weil so eine junge Liebesgeschichte, die aufgegriffen wird und verarbeitet wird und das in einem sehr spannenden ja, Genre-Mix fast schon. Also. Erzählstruktur war auch gut, ja. Erzählweise. Ja. Was ich auch jetzt herausragend fand, war der Film Get Out, den ich eben aus Spaß schon mal genannt habe, jetzt nenne ich ihn ernst, weil der, ich fand den wirklich innovativ, der hatte geile Schauspieler, der Trailer hat auch nicht so viel verraten, zum Glück, der hatte zwar so ein paar Pointen schon mal gezeigt, aber der hat mir richtig Laune bereitet. Es gibt ein, zwei Szenen, da sag ich so, ja, okay, das war jetzt hier nur für den Effekt und das war halt nur, hätte man sich vielleicht schenken können, aber insgesamt eine ganz raffinierte, interessante Herangehensweise an so einen Horror, den man weiß lange nicht, was da Phase ist, worum geht's da wirklich und die Auflösung ist dann auch unangenehm, erschreckend und komisch, weird, wie der ganze Film. Aber der hat mir richtig gut gefallen. Hat schon gegen Ende, okay, das letztliche Ende ist dann irgendwie doch wieder cool. Und der geht auch auf eine sehr gute Art mit dem Thema Rassismus um. Es ist jetzt nicht nur von wegen, ja, hallo, hier Gesellschaftskritik. Der haut das jetzt einem nicht nur in die Fresse, aber halt so auch diesen positiven Rassismus. Ne? Das ist ja das vor allem, wie man mit Rassismus umgeht. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sind, oh, ich bin extra nett zu dir, weil du jetzt ein Ausländer bist, ne? Oder weil du jetzt ein Chinese bist oder mach ich irgendwie das und das. Ja. Und halt hier, wie es leider immer noch viele Afroamerikaner halt abkriegen in den USA. Ja. Du bist ja bestimmt ein guter Sportler und so, ne? Kannst bestimmt gut rennen und sowas. Das ist da sehr schön eingearbeitet in den Film. Das fand ich super und deswegen für mich mein liebster Horrorfilm dieses Jahr. Ah, okay. Du, das ist schon deine Nummer 1? Ja, ist tatsächlich schon meine Nummer 1. Okay, gut. Weil steht hier auf meinem Zettel zumindest drauf. Ja, okay, weil die... Wir haben Zettel, das ist analog. Ne? Wir haben nicht für die jüngeren Zuschauer kein Tablet und kein Laptop und so. Wer ist Anna? Analog. Wer ist Anna? Die mit dem Stift. Ja, die log. Hat gelogen. Genau. Was hast du denn? Hast du noch am... Ja, ich habe Get Out gar nicht aufgeschrieben, den habe ich... Oder durchgestrichen, ich weiß nicht, habe ich den durchgestrichen? Kannst du ja nicht lesen. Den habe ich tatsächlich durchgestrichen. Ich weiß Rassist. Gar nicht mehr, ich bin positiver Rassist, das weißt du als Portugiese, ich bin ja besonders nett zu dir. Ja, stimmt. Obwohl ich dich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ich weiß nicht, was mir an dem Film nicht so gefallen hat. Ich wurde damit nicht so ganz warm. Der hat ja schon ein paar Parallelen, das innovativ würde ich nicht unterstreichen. Ist so ein bisschen Stepford Wives. Und ein anderer Film, auf dessen Till ich jetzt gerade nicht komme. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, womit ich damit nicht warm geworden bin. Das hatte ich ja damals im Auto erzählt. Als du im Kofferraum lagst und darauf gewartet hast, damals im Auto, oder soll ich das denn jetzt noch wissen? Ja, nach dem Film. Ja, deshalb sage ich jetzt auch gar nichts mehr dazu. Ich fand den nicht scheiße, ne? Aber ich hatte irgendwelche Schwierigkeiten damit, die ich jetzt nicht mehr rekapitulieren kann. Okay. Ja, danke. Aber ich habe jetzt hier noch zwei Filme, die du leider nicht gesehen hast. Was It Comes at Night? Ja, woher weißt du das? Weil ich ihn nicht gesehen habe und du schon die ganze Zeit davon schwärmst. Ja, genau. Aber als erstes möchte ich I Remember You nennen. Das ist ein isländischer Beitrag, Genrebeitrag, Horrorfilm. Den fand ich atmosphärisch, stimmungsvoll in Szene gesetzt. Da haben die Locations vor allem gepasst, weil das auf so einer abgeschiedenen Insel gespielt hat. Und das war eine sehr, sehr mitreißende Crime-Story fast schon ein bisschen whodunit, weil einer der Protagonisten hier als Psychologe wird er halt rangezogen in einem, bei so rituellen Morden
mitzuhelfen, um den Täter halt zu finden, um ein Täterprofil zu erstellen. Und er hat halt seinen Sohn vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren verloren. Und da erkennt er halt irgendwann eine, sag ich mal, eine Verbindung. Und der Film ist halt überaus spannend erzählt, in schönen Bilder gepackt. Auch diese isländische Kälte, die passt hier, funktioniert hier hervorragend. Eine schöne musikalische Unterlegung und ein sehr mitnehmendes und sehr cooles Finale. Aber wie du schon richtig gesagt hast, meine Nummer 1 ist tatsächlich Comes at Night. Das ist auch ein relativ unbekannter Independent-Beitrag, den ich ja auf dem Fantasy-Filmfest sehen durfte und mir explizit auch ausgesucht habe. Da hatte mir der Trailer schon sehr zugesagt. Da so wie bei Killing Ground auch. Keine Zeit. Da war ich im Urlaub, deswegen konnte ich den Film nicht gucken, sonst hätte ich ihn mir auch angeguckt. Ja, du hast es verdient, ne? Mit solchen Kommentaren. Das ist kein innovativer Horrorfilm, weil im Prinzip ist es ein klassischer Home-Invasion-Film. Aber es ist halt vornehmlich ein sehr schönes Charakterschauspiel, sehr schönes Charakterdrama, wo es wo Werte, sag ich mal, in dystopischen Szenarien, sag ich mal, ausgelotet werden, wie Freundschaft, Familie etc. Und wie wir halt, wie in solchen Extremsituationen, wir mit den eigenen Familienmitgliedern und auch Eindringlingen, sag ich mal, umgehen. Und wie wir es schaffen, noch Menschlichkeit, sag ich mal, in solchen Situationen zu finden. Und das war halt toll gespielt. Calvin Harrison halt Junior vorweg, großartig. Und dann in den Nebenrollen auch ziemlich stark besetzt. Und was Kamera angeht, war der sehr beeindruckend, weil der es immer wieder geschafft hat, die Handlungen voranzutragen, beziehungsweise die Spannung, sag ich mal, auf Spitze, auf Höhepunkte zu transferieren. Das hat mich schon sehr stark beeindruckt. Sehr unkonventionelles Ende, weil das halt wirklich ein Ende ist, was man nicht, vor allem der Mainstream-Gucker, nicht erwartet, wo der Mainstream-Gucker halt auch nichts mit anfangen kann. Mhm. Aber was halt das Herz eines wirklichen Cineasten aufgehen lässt. Es hat auch dazu beigetragen, dass man das ganze Geschehen, sag ich mal, verinnerlicht. Und den Film kann ich tatsächlich wärmstens jedem Independent-Horror-Liebhaber empfehlen. Ich werde ihn nachholen, definitiv. Ja.